Dann ist mal wieder euer Abogramm und ich spiele mal wieder Starfield. Und ihr wisst, worum es geht. Es geht immer noch um eine Fraktionsmission. Und zwar um die Etage. Ich soll jetzt 7 Standsmitglieder beeinflussen. Und ich gehe jetzt einfach mal alle Punkte mal nach und gucke mal, was ich da so alles zutage führe. Was kurz gucken, was habe ich hier noch? Oh, ich habe immer noch schwere Verbrennung. Oh ja, ich weiß, aus der letzten Mission. Da kann ich etwas gegen tun. Das zeige ich aber erst nach dem Start. Wollt ihr mehr von mir sehen? Wollt ihr mehr von dem Spiel sehen? Es kommt auch bald ein Add-on, ja? Das werde ich für euch natürlich auch durchspielen. Da kann ich nur sagen, ja. Lasst ein Abo da, einen netten Kommentar oder ein Like, würde ich mich freuen. Und jetzt, meine Freunde, jetzt geht es los. Skills, Gesundheit, Inventar. So. Dann ist das unter, nicht unter Items, unter Hilfe. Okay. So, da ist es. Ein ja. Vielleicht haben wir auch eine direkte Brandsalbe irgendwo im Inventar. Nein, nur diese hier. Na gut, dann ist das Thema jetzt weg. Muss ich mal gucken, dass ich mal wieder was kriege. Auch kein Statuseffekt mehr. Und dann werden wir uns jetzt in meinem netten Kostüm, das ich mir in der letzten Episode geholt habe, jetzt mal ein bisschen umschauen und mal Leute beeinflussen. Und zwar so gut, wie ich kann. Hat Masako dich geschickt, um mich von der Infinity-Übernahme zu überzeugen? Wir wissen beide, dass daraus nichts wird. Mit so einer Anstellung garantiert nichts. Mach dich ruhig lustig, aber ich werde meine Meinung nicht ändern. Mit dem internen Neuroamp sollten wir unsere Konkurrenz vernichten, statt sie einzugliedern. Genau deshalb hat Masakos Stunde als CEO geschlagen. Ihr seid alle viel zu versessen darauf, den Neuroamp gegeneinander einzusetzen. Oh, das klingt ja, als hätte Masako dir etwas sehr Ähnliches gesagt. Sie ist nicht der Typ, einen Vorteil nicht voll auszunutzen, besonders weil sie die Übernahme von Infinity für richtig hält. Manipulieren, ich probiere das mal. Du weißt, dass das die richtige Wahl ist. Es würde Ryujins Hof nicht schaden und uns eine größere Kundenbasis verschaffen. Und mehr Kunden bedeutet mehr Profit. Erstaunlicherweise hast du recht, Agent. Wir sollten dich wohl behalten. Solange alle das Wohl von Ryujin im Sinn behalten, sollte das ein interessantes Meeting werden. Absolut, ich bin schon gespannt auf das Ergebnis. Das tun wir beide. Jetzt entschuldige mich, ich habe noch einiges vorzubereiten. So, also das, was meiner Missionsanzeige angezeigt wird, verstehe ich jetzt gerade, aber es gibt ja zwei Optionen. Einmal Neuroamp und einmal Infinity. Und ich kann jetzt die Leute so weit beeinflussen, dass sie sich denn für eine Seite entscheiden. Und das sehe ich dann an dieser Liste, an dieser Leiste gleich hier auf der linken Seite. Ich nehme die Liste. Ich hoffe, dir gefällt dein neuer Neuroamp. Und wie geht es dir heute? Ich hoffe, du hast keine Erinnerungslücken oder Flashbacks oder dergleichen. Sind das die bekannten Nebenwirkungen? Was? Natürlich nicht. Das ist alles rein theoretisch. Ja. Nee,
bin ich hier, um meine Sünder zu retten. Oh, dann sag mir wenigstens, was du vom Neuroamp hältst. Genau, die Technologie ist gefährlich. Niemand sollte diese Macht besitzen. Ich hoffe doch, du meinst nicht ernsthaft, dass diese Technologie, an der ich seit Jahren arbeite, nie das Licht der Welt erblicken soll. Diese Technik ist bahnbrechend. Mein Lebenswerk. Naja, du bist Wissenschaftlerin, also hör mir bitte zu und betrachte das von allen Seiten. Na schön, erklär es mir. Oh, hier muss ich beeinflussen. Okay. Okay, nein, das ist zu einfach. Ich will nicht. Rina, ich weiß, wie ich es nenne. Ich bin die einzige Person, die einen besitzt. Vielleicht brauche ich doch mehr Daten. Wenn der interne Neuroamp nach hinten losgeht, ist sein Ruf auch ruiniert. Meinst du, das würde auf mich zurückfallen? Also ein Gerät könnte den nächsten... Wenn du schon laut genug bist, kannst du vielleicht nie wieder arbeiten. Ja, in den falschen Händen könnte er viel Schaden anrichten. Nach dem Gespräch fühle ich mich geradezu wie ein Monster. Aber du hast recht. In einer perfekten Welt könnte diese Technik viel Gutes bewirken. Aber die Welt ist nicht perfekt. Okay. Du bist kein Monster, du hast dich nur in der Begeisterung verloren, was Neues zu entdecken. Das ist es wirklich. Seit Jahren dachte ich nur, ist das möglich? Und wenn ja, wie schaffe ich das? Ich habe nie überlegt, ob das richtig ist oder was es bedeutet. Es muss wohl eine Abstimmung entscheiden. Es steht nicht auf der Tagesordnung, also nehme ich an, du wirst es ansprechen? Wir können nur hoffen, dass die anderen es einsehen. Die nächste Frage ist dann wohl, was wird aus Infinity Ltd? Hast du eine klare Meinung zur Übernahme? Ich würde die Firma gern übernehmen, aber wenn nicht, könnte ich damit leben. Faye mag beim Versuch, meine Arbeit nachzubauen, zu weit gegangen sein, aber als Ingenieurin ist sie brillant. Ich bin neugierig, woran sie noch gearbeitet hat. Ich würde gern ihre Forschung sehen. Ja. Genau. Nicht, dass ich hämisch wäre. Okay, vielleicht ein bisschen. DeMarcus und ich freuen uns schon lange darauf, also hoffe ich wirklich sehr, dass der Deal durchgeht. Tja, das war definitiv das interessanteste Gespräch, das ich heute hatte. Jetzt können wir nur noch auf das Meeting warten, was? Wir sehen uns dort. Schön, dass du dich heute mal anständig angezogen hast. Genau dich wollte ich sehen. Ich möchte mir für dieses Meeting alle Einzelheiten gewiss sein. Und ich halte dich für eine der besten Quellen in dieser Sache. Hey, wenn du Fragen hast, beantworte ich sie gerne. Gut. Ich ziehe Informationen aus erster Hand vor. Im Rahmen deiner Aufträge hattest du die Chance, Mitgliedern von Infinity Ltd. zu begegnen. Verdienen sie eine zweite Chance? Und warum? Das wird dich nicht überzeugen, dass wir da Jobs retten können. Okay. Diese Art von Selbstlosigkeit ist ein Luxus, den ein Unternehmen sich nicht leisten kann. Es ist eine finanzielle Last und wäre für mich ein enormes Unterfangen. Manipulieren. Das ist wahr. Infinity hatte nie die Ressourcen, um mit unseren Gehältern mitzuhalten. Uns ihre wenigen fähigen Angestellten zum halben üblichen Gehalt zu sichern, könnte sich auf lange Sicht durchaus auszahlen. Nächste Frage.
Was hältst du davon, wie Masako mit dem Verrat umgegangen ist? Es wurde gut gemanagt. Sie zeigt, wie hervorragend Masako die verschiedenen Situationen bewältigt. Warum siehst du das so? Ich widerspreche nicht. Ich möchte nur verstehen, wie du zu dieser Einschätzung kommst. Masako und Dalton hatten schon einen Plan, den Maulwurf zu enttarnen. Für alles bereit zu sein, ist eine Kunst. Eine, in der Masako glänzt. Danke für deine Einsichten. Da du mir so bereitwillig geholfen hast, sollte ich wohl fragen, ob ich etwas für dich tun kann. Außen Credits, keine Ahnung. Wie schätzt du den internen Neuroamp ein? Das ist der nächste große Schritt für Ryujin. Er wird uns jahrelang finanzielle Sicherheit bieten. Er ist ohne Zweifel unsere Zukunft. Gut, aber er ist auch gefährlich. Die Technik ist nur für die gefährlich, die sie sich nicht leisten können. Das treibt die Verkaufszahlen an. Aha. Und wenn ein Konkurrent raus ist, oh ja, ist ja schön. Und bekanntlich hasse ich Chaos. Meine Stärke sind Finanzen, das ist also ein gutes Argument. Die Konkurrenz hat die Technik noch nicht gemeistert, aber das kann auch kommen. Dieses Risiko will ich nicht eingehen. Fürs Erste. Nun, das war alles sehr erhellend. Vielen Dank für deine Zeit. Hätte der Tag doch ein paar Stunden mehr. Wenn du etwas zu sagen hast, halt dich kurz. Ich will mir vor dem Meeting meiner Argumente sicher sein. Okay. Ich habe gehört, dass ja genau. Das hast du richtig gehört. Alles deutet darauf hin, dass Infinity LTD für uns Pandoras Büchse wäre. Von juristischen Problemen abgesehen, überwiegen definitiv die Vorteile der Übernahme. Erkläre mir, warum Infinity eine gute Investition ist. Etwas Lachen könnte mir gut tun. Oh, wieder. Erstmal das Erste. Zu übernehmen würde Ryujin noch stärker machen. Ich sollte wirklich darüber nachdenken. Es reiht sich doch bestimmt an Wasserdielichten. Oh, ja. Ah. Solide Verträge sind meine Spezialität und dieser wäre eine besondere Herausforderung. Hm. Na, sieh mal einer an. Ich glaube, du hast mich überzeugt. Ein Talent wie du gehört in den Gerichtssaal. Habt ihr schon Vorgänge getroffen, um den internen Neuroamt auf den Markt zu bringen? Leider. Die Hälfte meiner Abteilung sitzt an der Dokumentation. Die andere Hälfte stellt so gut wie möglich rechtliche Richtlinien zusammen. Wenn du einen juristischen Albtraum willst, wäre der interne Neuroamp ein Volltreffer. Das kannst du laut sagen. Erstens, wenn du das Gerät an mir benutzt hast, zerre ich dich für den Rest deines Lebens von einem Gerichtsverfahren zum nächsten. Zweitens, ist die Technik eine Menschenrechtsverletzung, die keine Rechtsabteilung verfechten will. Ich werde tun, was ich kann, damit sie ernsthaft verzögert wird. Oder nie ans Licht der Welt kommt. Endlich redet in dieser Bude mal jemand vernünftig. Nein, das werde ich nicht tun. Das sehe ich auch so. Ich bin erfreut und überrascht, das von der einzigen Person zu hören, die einen hat. Masako kann von Glück reden, dass sie dich hat, weißt du? Vom internen Neuroamp abgesehen bist du womöglich Ryujins größte Trumpfkarte.
Das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch, aber ich muss mich jetzt wirklich meinen Notizen zuwenden. So, nur noch zwei zu manipulieren. Will Masako sicher gehen, dass ich noch auf ihrer Seite bin? Warum denkst du, dass Masako mich geschickt hat? Weil ich dasselbe tun würde. Wer im Geschäft etwas erreichen will, überlässt nichts dem Zufall. Die Frage ist nur, wie weit du gehen sollst, um mich zu überzeugen. Ich bin aus eigenem Antrieb hier. Klar. Und mir ist Eigeninteresse fremd. Ich weiß, dass Masako dich schickt. Und sie weiß, dass ich diesen Deal auch will. Wir müssen zuschlagen, bevor die Öffentlichkeit wieder abgelenkt wird. Kostenlose PR ist immer gut. Besonders, wenn sie uns gut dastehen lässt. Das hier. Wir würden das ganze Personal retten. Ich kann aus der Sache mindestens ein Jahr gute Presse herausschlagen. Wenn du bitte mit dem gut dastehen lassen willst, solltest du eine wichtige Sache beachten. Na schön. Nach allem, was du getan hast, hast du dir wohl eine Meinung verdient. Egal, wie unqualifiziert du vielleicht bist. Also, lass hören. Das ist es. Der mögliche Aufschrei gegen diese Technik ist mir bewusst. Aber der interne Neuroamp wird ein neues Zeitalter der Technik einläuten. Mit Ryujin an der Spitze. So eine Gelegenheit gibt man nicht einfach auf. Keine Chance, dass du den moralischen Aufschrei zum Schweigen bringen kannst? Du hast recht. Wenn wir das Vertrauen unserer Kunden verlieren, können wir es womöglich nie wieder zurückgewinnen. Schlimmer noch, sie könnten direkt zur Konkurrenz überlaufen. Wie es scheint, hast du tatsächlich mehr Talente als nur als Agent. Gutes Gespräch. Vielleicht ziehe ich dich in Zukunft wieder zu Rate. So, nur noch eine zu überzeugen. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr euch entschieden habt. Ich bin für diesen Weg. Das dürfte ein äußerst interessantes Meeting werden. Ich nehme an, du weißt, welches Resultat Masako anstrebt. Ich wollte nein. Ja, aber ich weigere mich, mit den internen Euro-M-Stimmen für die Übernahme zu sichern. Gute Wahl. Wenn es nach mir ginge, hätten wir das Dominion-Projekt schon längst eingestellt. Ich hielt es für ein Sicherheitsrisiko. Und ich hatte recht. Ja, wir haben es selbst gesehen. Die sollte nicht verkauft werden. Ganz meine Rede. Ich hoffe nur, dass Masako und die anderen das auch so sehen. Wenn wir dafür stimmen, Infinity LTD zu übernehmen, würde das für mein Team einigen Mehraufwand bedeuten. Ich will nicht, dass dieser neue Neuroamp uns noch mehr Probleme beschert als ohnehin schon. Stimme ich gegen... Du denkst, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, ihn zu übernehmen, ja? Es ist nicht der beste Zeitpunkt. Aber davon abgesehen bin ich weder für noch gegen die Übernahme. Das wäre nicht die erste Übernahme in unserer Geschichte und auch nicht die letzte. Wenn Masako Infinity integrieren will, werde ich mich nicht gegen sie stellen. Das sehe ich auch so. Uns erwarten mehrere Monate Arbeit. Infinity LTD ist nicht gerade für gute Sicherheitsmaßnahmen bekannt. Ich hoffe nur, dass Masako und die anderen genug Geduld für den Prozess haben. Jetzt entschuldige mich. Ich habe Vorbereitungen zu treffen. Wir werden Ularos Kündigung bei diesem Meeting bekannt geben. Die Security muss also bereitstehen, um sie aus dem Gebäude zu eskortieren. Okay, dann auf zum Meeting. Hey, sperre ich den Weg.
Lasst uns anfangen. Wie ihr wisst, haben wir im SNN erfolgreich die fehlgeschlagenen klinischen Studien und Mordaufträge von Infinity LTD enthüllt. Die Öffentlichkeit will, dass die Leitung, insbesondere Lucas Drexler, vor Gericht kommt. Und er arbeitet sicher schon an seiner Kündigung. Ryujin wird bald eine Stellungnahme abgeben, aber jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt, Infinity zu übernehmen. Genau. Durch die Ankündigung wird Ryujin das öffentliche Vertrauen gewinnen. Da stimme ich tatsächlich zu. Die Übernahme birgt Risiken und wird uns allen viel Arbeit bescheren, aber insgesamt wird sie sich für uns auszahlen. Außerdem ist Infinity LTD aufgrund der aktuellen Situation günstiger denn je. Einwände? Nein? Großartig. Dann weiter. Wir ignorieren hier alles, was uns überhaupt erst in diese Lage gebracht hat. Ja, unsere Sicherheit hatte Lücken. Aber Dalton wurde von Masako eingestellt. Das Problem sitzt also ganz oben. Tatsächlich schlage ich hiermit Masakos Absetzung als CEO vor. Du solltest diese Linie nicht überschreiten. Und da du die Verräterin bist, solltest wohl eher du deiner Stellung enthoben werden. Moment. Soll das heißen, du hast gelogen? Dalton, du selbst hast verkündet, Imogen sei die Verräterin gewesen und die Sache erledigt. Imogen ist unschuldig, sie hat einen wichtigen Beitrag zu Ularus Bruchstellung geleistet. Hast du irgendwelche Beweise für diese unerhörte Anschuldigung? Aber natürlich. Den Code, den du auf dieser Slate versteckt hattest und der belastende Beweise gegen Masako auf Lucas Drexlers Computer laden sollte. Ich mache es kurz, Ularu. Du bist gefeuert. Bis zu deinem Entlassungsgespräch wirst du unter Bewachung in deinem Büro bleiben. Das ist nicht fair. Gib mir wenigstens die Chance, zurückzutreten. Damit du direkt bei der Konkurrenz anheuern kannst? Wohl kaum. Ich höre zum ersten Mal davon und werde mir die Beweise genau ansehen müssen. Aber aus dieser Sache kommst du nicht so einfach raus. Ich habe doch gesagt, du kommst damit nicht durch. Wachen. Bringt Miss Chen in ihr Büro und seht zu, dass sie dort bleibt. Ihr werdet das bereuen. Ihr alle. Wir werden wohl lediglich bereuen, dir je vertraut zu haben. Nun dann, zurück zur Sache. Wer stimmt für die Übernahme von Infinity LTD? Ich. Gut. Alexis, setze die nötigen Dokumente dafür auf. Möchte jemand noch etwas zur Diskussion stellen? Die interne Neuro-Amp ist zu gefährlich. Der interne Neuro-Amp wird den Erfolg von Ryujin Industries für mindestens die nächsten 10 Jahre garantieren. Warum sollten wir ihn jetzt aufgeben, da er funktioniert? Pass doch auf! Wenn die Öffentlichkeit davon erfährt, ist das Vertrauen dahin, besonders gegenüber Ryujin. Unglaublich, dass ich das sage, aber sie hat recht. Von den Vorteilen ganz abgesehen, sind die Nachteile moralisch und ethisch nicht zu verantworten. Sobald die Öffentlichkeit von den Möglichkeiten dieser Technologie erfährt, wird es einen enormen Aufruhr geben. Na schön. Wer ist für die Einstellung des Dominion-Projekts? Ich. Ich. Vina, bereite Dominion zur Einlagerung vor. Hat noch jemand etwas vorzutragen? Nein? Dann sind wir für heute durch. So viel zu tun. Das flackert endlich auf. Den internen Neuroamp einstellen, das hätte ich nicht erwartet.
Vielleicht verstehst du jetzt, was so gefährlich mit der Neuroangst-Amp ist. Morgen. Wohl wahr. Aber das zeigt auch, wie nützlich er ist. Was zählt ist, dass Lucas Drexler eine Lektion gelernt hat und eine Verräterin enttarnt wurde. Du hast dich hier bei Ryujin als äußerst hilfreich erwiesen. Danke, das von der Situation zu hören ist ein ziemlich großes Kompliment. Du hast es dir mehr als verdient. Ich schätze deine Hilfe bei der Enttarnung von Ularu sehr. Unsere Agents mussten noch nie so umfassend gegen unsere eigenen Leute ermitteln. Das kann für dich nicht leicht gewesen sein, zumal du noch nicht lange bei uns warst. Oh, macht das nicht jeder Neuzugang? Nein, ernsthaft, Ularu aufzuhalten war der Lichtblick bei dieser ganzen Sache. Ich tue, was auch immer möglich ist, um Ryujin an Spitze zu halten. Okay, überhaupt kein Problem, für solche Jobs lebe ich. Ich hoffe, dass du diesen Enthusiasmus auch in Zukunft beibehältst. Imogen hat sich in dir nicht getäuscht. Wie versprochen habe ich hier deinen Bonus. Ich hoffe, die Summe ist deinen Mühen angemessen. Außerdem hast du dir eine Beförderung mehr als verdient. Glückwunsch. Danke. Du hast es verdient. Was die Details angeht, wäre es sicher angebracht, dass jemand aus Operations dir alles erklärt. Können wir uns mal kurz unterhalten? Merkwürdiges Gefühl zu wissen, dass man Geschichte live erlebt. Nirgendwo in der Galaxie fühle ich mich so verdammt schmierig wie in Neon. Und du hast die übelsten Elemente erlebt. Ryujin, Infinity LTD, das ganze Gesocks. Geht es dir gut? Das war heftig. Ich hatte schon was anderes erlebt. Naja, alles ist besser als in Appside zu Hause. Sogar das hier. So progressiv die Gesellschaft auch wird. Uns fallen immer wieder neue Gräueltaten ein, die wir uns selbst antun können. Max, Xeno-Kriegsführung und jetzt diese Neuro-Amps. Das ist bisher das Schlimmste. Gott sei Dank hast du das beendet. Auch diese Neuro-Amps können nichts... Oh ja, da kann ich bis draußen stehen, dass diese Dinger... Kannst du laut sagen. Und bei so einem Laden wie Ryujin gibt es keinen guten Menschen, dem man die Verantwortung geben kann. Naja, besser Masako als Ularu Chen, denke ich. Aber eins ist klar. Während Gewalt oder pure Bösartigkeit der Weg des geringsten Widerstands, würden ihn Masako und Ularu gleichermaßen einschlagen. Hier war das kleinere Übel. Du hast ja recht. Das weiß ich auch. Tja, die ganze verdammte Sache ist vorbei. Gott sei Dank. So, jetzt gucken wir noch mal ins Log. Tatsächlich vorbei. Das nächste ist undercover. Und deswegen kann ich nur sagen, hey, vielen Dank fürs Zuschauen. Have fun, euer Oran. Bis demnächst wieder hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao.